Ich würde mich sehr freuen, wenn die Valentina und der Jan die Koffer packen und gehen. Schnell. Ganz schnell. Und wer war's? Also wir waren's nicht. Crazy, ja, da hat auch zwei Stimmen. Ich hab nur gelesen. Spar dir dein komisches. Alex, spar dir das. Guck mal, die wir versucht, hast du gehört? Hm? Die provoziert gerade hinten. Wer? Wieso? Keine Ahnung. Niemand hat mit dir geredet oder so. Lass es einfach. Alex, lass es einfach. Schau mal durch. Echt? Oder machst du jetzt? Die macht jetzt ihre Taktik. Lass doch einfach. Das sieht jeder Blinde aus dem Flugzeug, dass man da auf Zwang versucht, jetzt irgendwie mich aus der Reserve zu locken, damit ich dann vielleicht laut werde und dann kann man später mit dem Finger auf mich zeigen, genau, und behaupten, der misogyne, toxische, unterdrückende Mann hat die arme kleine Maus angeschrien. Votet ihn bitte raus, weil er aggressiv ist. Aber weißt du, die Leute trauen es halt nicht ins Gesicht zu sagen. Das ist es ja immer, aber das kennst du doch, oder? Tut mir scheiße, Karl. Lappen, Alex, wirklich. Richtiger Lappen. Richtiger Lappen. Geh da mal hin, Schatz. Komm, geh da mal hin. Zu wem? Zu Alex. Und habt ihr uns gewählt, einer von euch beiden? Ich schwöre. Ich wollte ja auch nicht was. Aber was ist denn mit dir los eigentlich? Was ist denn eigentlich mit dir los? Wie, was ich habe heute Würste für euch gemacht. Ihr ignoriert mich. Ich hab dich gefragt, ob du mir Würste machst. Aber warum soll ich Würstchen von dir annehmen? Weil das menschlich ist zu essen. Warum ist es menschlich, wenn ich gesagt habe, du hast meine Verlobte respektlos behandelt? Warte mal kurz. Ich habe dir gesagt, du hast meine Verlobte respektlos behandelt. Und wer du bist du? Gegangen. Wer bist du? Jan. Jan. Wer bist du? Der angeblich respektlos war. Doch, du warst respektlos. Guck dir doch mal deine Story an. Ich wollte dich gestern fragen, warum du Lügen erzählst. Kannst siehst du? Du rennst wieder weg. Du hast keine Argumente. Du gehst wieder, was? Es ist ein Fakt. Die machen wieder Weiße. Dann mach mir morgen wieder Würstchen und sei beleidigt, wenn ich keine annehme. Weil ich werde von dir keine Würstchen und keine Almosen annehmen. Solange du dich nicht bei meiner Verlobten entschuldigt hast. Kannst du nicht darüber reden, oder? Warum kann man da nicht darüber reden? Warum gehst du denn jetzt? Immer abhauen. Verstehe ich nicht. Alex hat einfach keine Eier, Mann. Das reizt, es nervt. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dieser Typ hat mich vor dem TV-Business angeschrieben auf Instagram, wollte ich treffen. Okay. Hab ich Abfuhr gegeben. Weißt du, was ich meine? Ja. Lappen. Signor als Lappen beleidigt. Was? Als Lappen. Dich? Ja, von ihr muss ich mir das anhören. Ja, Valentina. Ja, jetzt gerade. Echt? Mhm. Lappen. Ja, dabei ähnelt ihre... Nein. Nein. Ja, was soll ich sagen? Atmen. So, du kannst nicht normal reden, oder? Kannst du nicht, ne? Putz die Zähne. Siehst du? Du kannst nicht normal reden. Wie kann man so respektlos sein? Einfach gehen. Putz mal deine Zähne und dann sehen wir weiter. Reden kannst du jetzt nicht, oder? Ich hab mit dir nichts zu besprechen. Warum nicht? Warum rennst du denn immer weg? Weil das lächerlich ist. Was ist denn lächerlich? Ich geb dir keine Plattform, das kenn ich. Ach, du gibst mir keine Plattform? Richtig. Wenn, dann geb ich dir eine Plattform, weil du bist ein Du hast niemand. Mich gerade als Lappen beleidigt. Das zeigt deinen Charakter, das zeigt deine Lappen, Werte, du die du nicht hast. Du hast mich doch als Mobberin beleidigt, oder nicht, in der Öffentlichkeit? Wo ist sie mir hier gelandet? Das ist ja wirklich ein Irrenhaus.